Meine Damen und Herren, liebe Smart Homer, liebe My Home Control Freunde. Heute geht es um ein etwas komplexeres Thema. Wir wollen eine Opus Bridge, die eigentlich für Apple HomeKit entwickelt wurde, an My Home Control anlernen. Das ist manchmal ein bisschen tricky, aber es geht und ich zeige Ihnen wie. Es gibt Opus Bridges als LED-Dimmer, als Ein- oder Zweikanalschalter und als Rollo-Aktoren. Die Bridges haben den großen Vorteil, dass sie neben dem Aktor auch den Taster enthalten. Damit sind die optimal für die Nachrüstung geeignet. Also alten Schalter ausbauen, Bridge einbauen und neben der gewohnten Funktion der direkten Bedienungen hat man alle Komfortfunktionen, die My Home Control bietet. Wenn wir die Box öffnen, finden wir die eigentliche Bridge mit aufgesetzter Bedieneinheit und einer Klarsichtschutzabdeckung. Diese schützt beim Bau die Elektronik vor Staub, Putz, Farbe und so weiter und wird zur Montage entfernt und vielleicht hinterher während der Bauphase wieder aufgesetzt. Wir entnehmen die Teile und finden neben der Klarsichtschutzabdeckung und der Bridge auch einen Halterahmen. Auf diesem Foto sehen Sie, wie die eigentliche Bedieneinheit abgezogen wurde. Und dies ist die Bedieneinheit von unten gesehen. Sie sehen oben 6 Stiftkontakte. Damit ist die Bedieneinheit mit dem Aktor direkt verbunden. Darunter finden Sie einen Aufkleber mit einem QR-Code und das ist eine besonders wichtige Sache für das Anlernen, denn in diesem Code ist der Sicherheitscode versteckt und wir müssen nachher zum Anlernen diesen Sicherheitscode scannen und in den Block in My Home Control eintragen. Hier können Sie sehen, wie anschließend verkabelt wird. Also wir haben zweimal von rechts aus gesehen unten Neutralleiter. Die sind einfach miteinander verbunden und sparen vielleicht eine Lüsterklemme. Daneben der Pfeil, der in das Gerät zeigt, ist der Leiter, also typischerweise das schwarze Kabel. Und der Pfeil, der raus zeigt, ist das Kabel, was zur Lampe geht. Sie sehen dann links oben auch die technischen Werte, nämlich 230 Volt 50 Hertz und zwar 3 bis 150 Volt Ampere und für LED geeignet, dann allerdings von 3 bis 60 Watt. Die 3 ist sehr viel wichtiger, denn die meisten Dimmer können die niedrigen Werte nicht, sondern können nur höhere Werte und hiermit können Sie dann eben auch kleine LED-Leuchten betreiben. Das macht diesen Aktor, diese Bridge dann auch nochmal besonders interessant. Liebe Smart Homer, ich zeige Ihnen dieses Bild aus gutem Grund, denn das, was Sie hier sehen, ist lebensgefährlich. Alles, was mit 230 Volt zu tun hat, bleibt Fachleuten vorbehalten. Ich darf das, ich habe das schließlich gelernt, aber wer das nicht gelernt hat, sollte sich unbedingt jemanden suchen, der es gelernt hat und der an diesen gefährlichen Dingen arbeiten darf. Also bitte nicht rumexperimentieren oder sagen, ich habe ja die Sicherung rausgemacht und ähnliches. Das zählt nicht. Es besteht Brandgefahr, es besteht Stromschlaggefahr und alles lebensbedrohliche Sachen. Also bitte sein lassen und Fachleuten überlassen. Liebe Smart Homer, um die Bridge nun in unser My Home Control Projekt anzulernen, habe ich als erstes My Home Control aufgerufen. Wir gehen jetzt in den Editiermodus. Und rufen dann die Netzwerkdarstellung aus und Sie sehen hier schon die Reste eines anderen Projektes und hier wollen wir jetzt dazu unseren Opus Dimmer bringen. Der ist von der Firma Jaeger direkt, Opus Dimmer, Opus Bridge und die ziehen wir jetzt hier auf unsere Arbeitsfläche. Und etwas Neues. Statt dass sich nur ein Fenster öffnet, haben wir jetzt plötzlich drei.
Das liegt daran, dass diese Bridge ja eben aus zwei Teilen besteht, nämlich einmal aus der Bedieneinheit, das entspricht eben einem Funktaster, nur dass er jetzt nicht über Funk, sondern über diese Stiftleiste verbunden ist, und dem eigentlichen Dimmer hier. Und um das Ganze zu verwalten, gibt es noch eine Kopfeinheit dazu. Und die öffnen wir jetzt auch. Und dann sehen Sie Opus Bridge LED Funkdimmer. Hier steht es. Wir haben hier auch das Fragezeichen, um weitere Informationen dazu zu bekommen. Wir finden dann hier ein Codefenster. Das steht voll mit Nullen. Da müssen wir den Code, der sich im QR-Code versteckt hat, hier einbringen. Und dann mit der Link-Taste, dann My Home Control mit dem Opus Bridge Dimmer verbinden, damit die beiden sich verstehen. Und Sie sehen hier unten, dieses Gerät hat zwei Kanäle. Das ist einmal der Dimmer und das ist einmal der Funktaster. Ich sagte eingangs, dass es ein bisschen tricky ist, den Sicherheitscode aus den Bridges auszulesen, weil die ja nicht dafür gemacht worden sind, sondern eben für den möglichst einfachen Zusammenarbeit mit dem Apple HomeKit. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf unserem Smartphone einen speziellen QR-Code-Leser. Sie sehen hier entweder auch bei Android den Wireless Barcode Scanner von TechIT oder bei iOS den ScanIT, auch von TechIT. Den müssen Sie bitte installieren und dann die App konfigurieren, und zwar als TCP Client. Sie sehen rechts einen Screenshot von meinem Smartphone. Dann als Host-IP-Adresse die IP-Adresse des My-Home-Control-Rechners eingeben. Die finden Sie entweder im My-Home-Control selbst unter dem Fragezeichen oben in der Titelzeile, oder vielleicht wissen Sie die sogar auswendig. Sie können sie aber auch über Ihren Router erfahren. Und dann muss als Portnummer 9999 eingegeben werden. Das ist eigentlich schon alles. So, meine Damen und Herren, liebe Smart Homer, jetzt wird es richtig spannend. Also wir haben unseren Scanner, wir haben unsere Bridge mit den beiden Teilen, Aktor und Bedieneinheit Sensor. Auf dem Sensor auf der Rückseite ist das QR-Code-Etikett und das wollen wir auslesen, um es dann hier einzuführen. So, starten wir doch einfach mal jetzt die Scanner-App auf dem Smartphone. Drücken wir auf Scannen. Jetzt entscheidet eine rote Linie, es hat gepiepst und wie von Zauberhand ist der Code eingetragen. Wunderbar, das wollten wir erreichen und Sie sehen auch, dass hier unten gleich die Adresse vergeben worden ist. Auch das hat geklappt. So, was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist nämlich die Bedieneinheit mit den 6 Stiften sorgfältig, damit nichts verbogen wird, aufsetzen auf den Aktor und das Ganze dann unter Strom setzen, damit es auch funktioniert und überhaupt arbeiten kann. Und siehe da, wunderbar, hier sehen Sie den grünen Haken, das heißt die Hardware, also die Opus Bridge und My Home Control haben sich gefunden. Sie kommunizieren miteinander und auch dieses Feld ist weiß geworden. Das heißt, es ist voll akzeptierte Teil dieser Installation. Ein Hinweis, immer wenn Sie irgendetwas hier dran ändern, während der Installationsphase der Software, andere Sensoren, andere Aktoren anschließen und so weiter, andere Einstellungen machen, dann kann es sein, dass dieser Kopf wieder orange wird.
Ich mache es jetzt einfach mal so als Beispiel. Ja, selbst da passiert nichts. Wunderbar. Ja, jetzt habe ich eine Verbindung gemacht, verändert und dann sagt die Bridge, ey, hier hat sich was verändert. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das muss ich jetzt erst in meine Software in der Bridge übertragen. Und wenn als Zeichen dafür, dass was nicht in Ordnung ist, steht hier Opus Bridge. Und wenn Sie dann hier auf das Linksymbol klicken, unterhalten sich die beiden Teile wieder und nach kurzer Zeit sollte das Thema dann erledigt sein, so wie jetzt hier. Jetzt ist Opus Bridge weiß und damit ist alles in Ordnung und alles wiederhergestellt. Wunderbar, dann haben wir unser Ziel erreicht. So, liebe Smart Roman, dann sind wir auch schon wieder durch mit allem. Wir haben heute gelernt, wie die Opus Bridges, am Beispiel hier der Dimmer, aber der Einkanal- oder Zweikanal-Schalter funktioniert vom Anlernen genauso. Das ist auch dieselbe App, die Sie nun auf Ihrem Smartphone haben. Das ist eigentlich ganz einfach, aber eben doch ein bisschen anders wie bisher. So, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem Smart Home und alles Gute bis zu unserer nächsten Videosession.